Schönen Nachmittag, meine Lieben. Einen wunderschönen Nachmittag wünsche ich dir. Ja, ich bin wieder auf europäischem Boden angekommen. Schön, dass du da bist. Ich bin wieder hier in Stuttgart gerade, in der Nähe von Stuttgart. Was für eine Freude, nach Hause zu kommen. Ich spreche nicht von einem weltlichen Lugar, von einem weltlichen Platz. Jetzt spreche ich schon Spanisch mit dir. Ich spreche von dem Geist, der sich im Frieden befindet, der sich erlaubt zu leuchten, der sich erlaubt zu strahlen, der sich erlaubt, glücklich zu sein. Gott ist immer da, Gott strahlt immer. Gott ist immer glücklich. Gott ist die Quelle alles Seins, allen Seins bin ich. Erlaube ich mir das auch? Erlaube ich mir für immer ein ewiger Effekt Gottes zu sein? Oder denke ich meine eigenen Ideen über mich? Glaube ich, ich habe Recht und Gott liege falsch? Wenn ich unglücklich bin, wenn ich krank bin, wenn ich mich schlecht fühle, dann glaube ich, ich hätte recht und Gott würde falsch liegen. Deshalb bezeichnet uns Jesus als arrogant. Es ist arrogant, nicht das Licht der Welt zu sein. Es ist arrogant, nicht glücklich zu sein. Es ist arrogant, sein natürliches Erbe auszuschlagen und noch den verlorenen Sohn Gottes zu spielen. Das ist der ganze Kurs, ist der verlorene Sohn, der weggegangen ist von seinem Vater, der gesagt hat, ich brauche dich nicht mehr, Papa. Papacito, ich brauche dich nicht mehr. Ich probiere es mal alleine. Ich gebe mal mein ganzes Erbe weg und versuche es auf eigene Faust. Ich zeige es dir, wie es geht und ich probiere es auf eigene Faust. Dich brauche ich momentan nicht mehr. Ich brauche dich nicht, Gott. Wenn ich so denke, wenn ich nicht jetzt in dem Moment um Hilfe bitte, dann denke ich, ich brauche nicht Gott, ich brauche nicht meinen Vater. Ich mache es allein, ich bin unabhängig. Wohin hat uns diese menschliche Unabhängigkeit geführt? Zur Depression. Zum Unglücklichsein. Zur Krankheit. Schuld. Angst. Sorge. Beklommenheit. Müdigkeit. Frustration. Ich lehne es ab, Gottes Willen zu tun. Ich beweise mir selber, dass ich mich trennen kann. Das ist letztendlich alles. Ich beweise es mir. Wahrmachen kann ich es nicht, aber mir selber beweisen kann ich schon, weil ich einen freien Willen bekommen habe. Ich habe einen freien Willen bekommen. Das ist das Wunderbare. Ich habe einen freien Willen. Ich kann mich nicht beschweren über meinen Geist. Was passiert, welche Wirkung es hat, weil ich es wähle. Ich will es so haben. Da müssen wir ganz ehrlich sein. Ich will es haben. Ich will noch in der Hölle meines Geistes leben. Ich will mir Sorgen über die Zukunft machen, über meine Finanzen oder was auch immer. Ich liebe es noch so sehr, mich darum zu sorgen, selber zu kümmern und nicht auf das Wunder zu vertrauen. Es ist immer die Wahl zwischen, ich mache es selber oder ich gebe mich dem Wunder hin. Ich vertraue, könnte man sagen. Was will ich? Was will ich? Ist doch der größte Wunsch des Menschen, ist selbstständig zu sein. Ich will mich von Gott getrennt erleben, erfüllen. Wahrmachen kann ich es nicht. Ich kann nur halluzinieren, dass es funktioniert. Wie lange noch will ich halluzinieren? Wie lange will ich mich noch selber verweigern? Wie lange lehne ich es noch ab, den Willen Gottes zu tun? Es ist nur eine Frage der Zeit, sagt Jesus schon in der Einleitung vom Kurs. It's only a question of time. Es ist solamente una cuestión de tiempo. Nicht mehr, nicht weniger. Gott ist unvermeidlich. Wenn ich weiß, dass Gott unvermeidlich ist, dass mein eigenes Glück unvermeidlich ist, warum will ich denn es nicht, erlaube ich es mir nicht, dass es jetzt geschieht in mir? Ist die Frage, was will ich noch von dieser Welt? Was will ich noch von diesem Traum?
der dem Glück Gottes entgegensteht. Wo definiere ich noch selber Glück? Was will ich noch erreichen? Noch eine heilige oder unheilige Beziehung? Nochmal eine Suche nach dem wahren Glück? Will ich nochmal suchen danach? Nach einer neuen Beziehung? Nach Sachen, die mich scheinbar glücklich machen werden? Nach einem Seelenpartner, der mich dann glücklich macht. Und Jesus ist nicht gegen Beziehungen. Jesus sagt, wir können gerne in Beziehung leben, aber wir verwenden sie für einen anderen Zweck, den Zweck der Heilung. In einer heiligen Beziehung suche ich nicht mehr das Glück außerhalb von mir, sondern ich erkenne, dass es in mir ist. Und ich treffe mich dann mit dem, den ich treffen muss, und nach Gottes Plan soll, und der dasselbe, das Glück in sich findet. Und das ist dann eine heilige Beziehung, wo ich meine Vervollständigung nicht mehr im anderen finde, sondern in mir selbst. Und dann ist es glücklich. Dann kommen zwei glückliche Söhne, Töchter Gottes zusammen, um ihr Glück zu teilen. Nicht mehr, nicht weniger. Ich habe so viele Erlebnisse jetzt in Kolumbien gehabt, mit Schwestern, mit Brüdern, einfach nur zusammengekommen, das Glück zu teilen. Es war eine wahre Explosion vom Licht. Zu diesem Tag, wo wir dann uns verabschiedet haben, welche Explosion von Licht war das? Unfassbar, nicht in Worte zu beschreiben. Ich habe mich da am Abend mit einer spanischen Kurslehrerin, mit der ich schon lange 20 Jahre lang kenne, es war unfassbar, die Energie, was da war. Wir haben beide geweint wie Kinder. Wir waren so gerührt in unseren Herzen. So gerührt in unseren Herzen. Das möchte ich immer mit dir teilen. Ich lasse mich berühren. Ich erlaube es mir, berührt zu werden von Gott. Ich nehme diese Zeit. Ich bin nicht mehr so beschäftigt in Raum und Zeit mit sinnlosen Ideen, sondern ich erlaube es mir. Jesus spricht von sinnlosen, wahnsinnigen Ideen in Raum und Zeit, die wir uns erlauben, unseren Geist zu besetzen, anstatt die Wahrheit durch uns strahlen zu lassen. Das Licht Gottes. Besetzen wir unseren Geist mit wahnsinnigen Ideen oder mit Grübeleien zum Beispiel, es wird gegrübelt. Es wird ständig um Sorge um die Zukunft im Geist gemacht. Es ist ein wahnsinniger Geist, ein Geist, der untrainiert ist. Der macht sich ständig Sorgen um die Zukunft. Wie wird das jetzt alles? Der gibt sich nicht die Zeit, der erlaubt sich nicht, Gott zu erfahren, der nur hier und jetzt ist. Im menschlichen Geist ist alles eine Abwehr gegen Gottes Willen. Da müssen wir ganz ehrlich sein, das ist ganz wichtig. Alles, was ich gemacht habe, alle Dramen, alle Geschichten, alle, ich bin so beschäftigt hier in der Welt, ich habe keine Zeit für Gott. Ich bin so beschäftigt, ich habe keine Zeit für Gott, das ist der menschliche Zustand. Ich bin so beschäftigt mit meinen eigenen Ideen, ich habe keine Zeit für Gott. Ich bin so beschäftigt. Ich muss doch so viel hart arbeiten, so viel tun. Woher weißt du das? Wenn du nicht von Gott getrennt bist in dem Moment, lass dich überraschen, erlaube es dir, Gott durch dich wirken zu lassen. Und du wirst sehen, wie wunderbar er wirkt durch dich, wie einfach das Leben wird, wie selbstverständlich diese Freude ist und dieses Bewusstsein, ich muss nichts mehr planen, sondern alles ist mir gegeben, alles passiert zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Es wird mir alles gegeben, alles ist für mein Gutes. Ich kann alles umarmen, was kommt. Wie wäre das, wenn ich alles umarme, was einfach so kommt? Alles. Auch wo scheinbar mir was weggenommen wird oder wo ich was nicht mehr habe, das ich früher scheinbar hatte. Auch das zu umarmen. Weil ich weiß, dass ich das nicht mehr brauche, zu meinem Erwachen. Ich brauche nicht mehr diese Reichtümer dieser Welt. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich brauche nicht mehr diese Reichtümer dieser Welt. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das wollte ich dir sagen. Das ist eine Liebeserklärung. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das ist die größte Liebeserklärung, die du jemandem machen kannst. Ich bin nicht mehr hier, um den Tod zu teilen. Ich bin nicht mehr hier, um Krankheit, Schmerz zu teilen, sondern ich bin hier, um das Wunder zu teilen. Ich bin hier, um das Licht mit dir zu teilen. Den Frieden und die Freude Gottes.
Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Schau dir das mal in deinem Geist an. Dein Reich ist nicht von dieser Welt. Im Englischen sagt man God first, Gott zuerst. Danke, 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 ihr Lieben. Ja, ich bin wieder zurück und es wird bald wieder Treffen auf Zoom geben. Heute ruhe ich mich noch aus in Gott. Ich nehme es gelassen und genieße einfach die Erholung und dieses Ankommen hier. Und ich danke dich so sehr für deine Geduld. Und heute ist, wie gesagt, später geworden. Ich war im Flugzeug unterwegs. Und ich umarme dich und liebe dich. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und deines auch nicht. Danke, ich liebe dich. Danke.